Soll ihr Leute, kann nicht wundern, wie soll ich machen? Ich mache nicht nur ein Let's Play, nur ich mache jetzt immer nach der Spiel, also wenn ich bin fertig mit dem Spiel, mache ein Feedback über das Spiel. Also fangen wir an mit unserem Feedback von XBlended. Ist so. Erstmal. Der Spiel ist geil gemacht. Übertrieben viel Action. Übertrieben viel Action. Geil gemacht, finde ich. Der Grafik ist nicht so besonders wie alle andere. Aber gut gemacht, finde ich. Und ja, technisch Story ist irgendwie ja, nicht so besonders gut, würde ich sagen. Weil das siehst du nicht, sind wir nicht so wahre Geschichte, nur ein paar Karten. Gehst du da hin? Eigentlich ist sozusagen gar nicht passiert. Am Ende hat mich total enttäuscht. Boss war einfach zu besiegen, war überhaupt nicht schwieriger. Andere Bosse in anderen Spielen sind so, muss er übertrieben viel kämpfen. Mit ihm einmal bist du fertig. Die konnte mich ein bisschen mehr nachdenken. Sogar der, glaube ich, Wolf war schwieriger als dieser Endboss. Ja. Die Technik ist nicht so gut. Action, Kampfstil und so weiter. Geil gemacht, finde ich. Ziemlich gut. Also, ich werde... Welche negative ist noch? Die Monster. Wenn jemand weiß nicht, wie die kann man... Die Monster nur Endbosse. Wenn jemand weiß nicht, wie die kann man leicht besiegen. Dann hat's sitzt am dem Monster, glaube ich, halbe Stunde lang am Ende schon. Da muss er immer denken, was für Gegeneffekt ist gegen diese Kraft. Also wenn Feuer, sagen wir Feuermonster, ist gut Eis. Da muss man so immer so denken. Wenn es Licht, dann Dunkelheit. Wenn es dunkel, dann Licht. Das ist ein bisschen problematisch, wenn jemand weiß das nicht. Dieses Spiel ist für diese Person schwer, auch auf leicht. So, und ja, außerdem ist gut gemacht, nur ein bisschen, also machen wir zur Fassung. Action, gut. Übertrieben viel Action. Ja. Negative sind, die Monster sind zu stark, wenn jemand weiß, sind die Effekte. Und was noch war? Und bei, das hatte ich ja gesagt, bei den Elektro-Monster können wir stundenlang sitzen. Der Roboter. Ja, Elektro und... Was habe ich noch gesagt? Keine Ahnung. Ja. Gut gemacht. Also Geschichte noch. Zu kurz und nicht... Das fehlt Ente. Der sterben und... Oh, ich konnte... Was habe ich gemacht? Wieso kann ich die Zeit zurücknehmen? Das konnte sich was Besseres ausdenken oder irgendwie Geschichte, was geht weiter. Ne, Ende. Ich glaube, der Herrscher hat viel Gedanken, ja. Hat keinen Bock mehr zu machen. Aber, also, die Note von dem Spiel sage ich 7 Punkte von 10. Ja, Leute, das war mein Feedback und ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn ja, dann Daumen nach oben und wir sehen uns bei nächster Let's Play. Ciao.